da, wie heißt diese komische? Und jeder Kanzler. District zu, of Columbia. Genau. Genau. Also und jeder Kanzler sein District, da, wo dann jeder Kanzler seinen Antrittsbesuch macht und die Briefe unterschreibt. Die angebliche Kanzlerakte, ob sie denn existiert oder nicht. Die existiert, die Kanzlerakte. Also die Kanzlerbriefe gibt es 3 Stück. Frankreich, Großbritannien und Amerika muss unterschrieben werden, dass bis 99 die Hoheit bei den Alliierten liegt. Punkt. Ja, also von der Medienhoheit habe ich wohl gehört, ja. Die Medienhoheit und hier ist doch, soll ich es nochmal vorlesen? Wo ist denn der? Hier ist er. Ich lese es nochmal vor. Also vielen sind die Sätze ja nicht bewusst, was das bedeutet. Bis zur Einrichtung eines deutschen demokratischen Bundesstaates. Hier steht theoretisch schon drin, dass ein Bundesstaat wieder errichtet werden muss. Und diesen Bundesstaat, wenn man dann zurückgeht, findet man erst wieder ab der 1871. Da waren Bundesstaaten. Danach gab es keine und davor gab es keine. So, und das wissen die hoch. Scheiße, wir haben die verarscht. Wir müssen ja irgendwo schreiben müssen. Das Krasse ist, die halten nur das Volk dumm. Die schreiben alles auf. Die schreiben wirklich alles auf. Es ist alles offenkundig. Das ist wichtig. Offenkundige Tatsachen. Ja. Die schreiben das ja tatsächlich auf. Und dann tun sie nur dumm. Dann nehmen sie den Kopf und stecken den in den Sand. Halt so, wa? Ich lese das nochmal vor. Bis zur Errichtung eines deutschen demokratischen Bundesstaates ist die bayerische Staatsregierung ermächtigt. Das heißt, man muss die Regierung, die man eingesetzt hat, ermächtigen, jetzt vorübergehend, bis die Leute da checken, ja, irgendwie was machen zu können. Die müssen ja irgendwie, wie Herr Carlo Schmidt gesagt hat, auch ein Staatsfragment muss eine Legislative haben, muss eine Exekutive haben und muss eine Gerichtsbarkeit haben. Es ist ein Staatsfragment und die BRD ist nur ein Staatsfragment. Die ganzen KRs lassen immer von Carlo Schmidt immer die Hälfte weg, weil das Ding ist 12 Minuten lang, man muss sich das ganz genau anhören. Und da sagt Carlo Schmidt eindeutig, wer einen solchen Zustand nicht will, muss dagegen handeln wollen. Das müssen wir als Volk tun. Wenn wir nicht aufstehen und endlich unser Maul aufmachen, dann machen die mit uns, was sie wollen. Wir müssen, und da hilft es auch nicht, wenn dann die Antifanten dastehen. Nazis. Die dämlichen Antifanten haben ja nicht gescheckt, dass 1954 die Antifa vom MI6 gegründet wurde. Die sind so bescheuerte Deutschlandhasser, die merken gar nicht, dass sie sich die Pistole selber an den Kopf halten, die Vollidioten. Tut mir leid, aber die denken so weit wie ein Schwein scheißt, ja. Und dazu rennen sie durch die Gegend und kloppen unser Land auch noch kaputt und sorgen dafür, dass die Polizisten noch saurer werden und dann zu lang. Ist doch klar, dass der Polizist sauer wird, wenn ihm schon der dritte Stein auf den Kopf gefallen ist. Ist doch klar, dass der sauer wird und der zuhaut auf den Punker, der da schon einen Stein schon wieder in der Hand hat. Das ist doch blöd, das ist doch dumm. Und ist doch auch klar, dass genau diese Antifanten genau dafür sorgen, dass es immer mehr Gesetze gibt, dass wir hier nicht mal mehr anständig auf der Straße laufen können, ohne mal zu niesen zu können. Weil dann schon einer kommt und sagt, ey, das verstößt gegen die EU-Setz, du bist jetzt gegen... Also ich will hier gerade mal Steine Land zu brechen für die Antifanten. Also ich habe selber, ich sehe das genauso. Ne? Für mich definieren sich quasi die Antifa dadurch, gegen die Fa zu sein. Also eigentlich... Ja, ein Gegenpol bildet. Immer nur gegen, ja. Wo ich halt irgendwann mal festgestellt habe, dass eigentlich all diese größeren Organisationen, wo sich Menschen eingliedern oder anhängen oder zuordnen, die eigentlich wirklich was ändern wollen. Ob wir jetzt hier von der Antifa reden oder ob wir von Attack reden oder von Verdi reden oder von den Neonazis reden. Die schaffen oder sie selbst. Das sind alles, also ich kann kein Problem mehr mit einem Neonazi haben, weil ich erkannt habe, dass er quasi genau das gleiche Problem hat, das ich auch früher hatte, nämlich irgendwie was ändern wollte und die Welt nicht so nehmen wollte, wie sie mir verkauft wurde, weil ich wusste, dass es Blödsinn war. Mhm. Und das ist halt das, wo wir alle irgendwie mal so ein bisschen, die Möglichkeiten nutzen können, Eigenverantwortung zu nehmen, selber auf die Straße zu gehen. Ja. Und nicht erst dann, wenn irgendjemand dazu aufruft, der aber letztendlich nur dazu da ist, um ein Fangnetz zu bilden, um all die Leute, die gerne was ändern wollen, quasi unter einer geführten Spitze zusammenführen, die dann dafür aber sorgen, dass halt eben nichts sich ändert. Ja, vor 2 Jahren gab es diese Großdemo in Frankfurt und Berlin und die war von der Attack
war die irgendwie organisiert und von Verdi und bla bla. Und ich habe halt einen Kumpel, der da irgendwie Kontakt mit den Veranstaltern hatte und der wollte eigentlich, dass ich für 5 Minuten das Mikro kriegte. Und nachdem die dann gesehen haben, sagt er, ist noch gefragt von dir, was will der denn sagen? Und dann hat er halt eben Video hingeschickt und sagt, ja, solche Sachen, sagt er halt. Und dann kam sofort, der kriegt von uns kein Mikro in die Hand. Ja, weißt du, so, da war mir klar, warum, ne? Weil ich hätte definitiv vor 80.000 Leuten was anderes zu sagen gehabt, als die ganzen Spaten, wie die eben genannt haben, die dann da wirklich auf ihren Bühnen waren, die Abschluss halten, Kundgebungen halten und wieder erzählen, wer schuld ist an irgendwas. Aber keiner kam auf die Idee zu sagen, hey, wir gehen morgen einfach nicht mehr zur Arbeit und machen diesen ganzen Quatsch einfach nicht mehr mit. Und das passiert nicht. Genau diese Aufforderung kommt nämlich weder von der Tech, noch von den Nazis, noch von der Antifa, noch von sonst irgendwas. Kann auch nicht, weil, wie gesagt, auch die NPD wurde 1956 dann vom MI5, MI6 gegründet. Ja, weißt du, also die, das ist, das müssen, für alle was da. Ja, ja, die Leute müssen verstehen, dass man Töpfe schafft, wo man, wenn man irgendeine Antibewegung hat, ist egal was, wir sind meinetwegen gegen... Spalte und Herrsche. Genau, wir sind gegen Gummibärchen. Ja. Dann macht man die Anti-Gummibärchen-Gang auch und alle fallen in diesen Topf, verstehst du? Das ist... Ganz einfach. Das wolltest du auch sagen, oder? Ja, genau, also man kontrolliert halt immer beide Seiten eines Konflikts und ist dann schließlich der Nutznießer, das ist ganz einfach so Geschichte. Da würde ich dann auch sagen, kommen wir vielleicht zu diesem Thema, dass man da auch bei diesen EU-Sachen und bei denen, die jetzt alle auf diese ganze BRD ist illegal Schiene fahren und machen und dieses Ganze, die Leute da wach machen jetzt, ihr guckt mal, werdet mal wach. Seid da ebenfalls vorsichtig. So viel kann ich jetzt dazu sagen. So viel kann ich jetzt auch. Also, ich bin der Meinung, es gibt wahrscheinlich nicht einer, oder vielleicht gibt es zwei tatsächliche Volksbewegungen, die wirklich vom Volk sind. Mhm. Wo wirklich Volk, Menschen da sind, die was verändern wollen. Ansonsten sind alle wieder diese Töpfe. Mhm. Von entweder Illuminaten oder aus welchen Scientologen. Viele wissen noch nicht, dass seit 800 Jahren die Scientologen hinter Deutschland hinterher sind. Ja, klar. Sie sind ja vorher sind sie aus anderen Gruppierungen entstanden. Aber die sind halt schon seit Jahrhunderten hinter Deutschland hinterher. Was ist die Illuminaten? Nein, Scientologen. Was? Die gibt es doch erst seit wann? 30er, 40er? Wo kommen sie her? Wo kommen sie eigentlich her? Guck mal, wo sie eigentlich herkommen, denn meiste Werkste, was ich meine. Also ursprünglich sind es halt auch ganz andere Gruppierungen. Genau, wenn du dir viele denken, in Amerika sind es halt die Illuminaten und hier auf der Welt das die Illuminaten. OTO, ne? Ordo Templi Orientis, da war doch dieser Hubbard mit drin. Ja, da... Guck dir mal an, ihm seine Kinder zu rauben und sie als Kanonenfutter in den Krieg zu schicken. Ja. Ja, die ist ja auch noch so frech. Ich meine, guck dir das an. Sie stellt sich vor uns und sagt eindeutig, ich meine, das ist schon krass, ich verstehe gar nicht, warum das deutsche Volk wirklich so schläft. Und es ist auf YouTube zu finden. Wir haben nicht auf allem Zeiten Recht auf Demokratie und. Was sagst du? Und rechtsstaatlich. Wir haben nicht auf ewig als Anspruch auf Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Ja, sag mal, haut die noch für den Kohl. Was war die Umweltministerin? Kohl? Tochter ist sie. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall Zögling, wie auch immer. Also unehelich, ja. Das Ding ist halt, dass sie damals schon, wo sie dann halt schon die Möglichkeit hatte, vor eine Fernsehkamera zu treten, da ging es damals, glaube ich, um Castortransporte, wenn ich mich recht erinnere. Lang her. Aber da hat diese Frau Merkel, die heute Bundeskanzlerin ist, gesagt, dass das deutsche Volk sich nicht einbilden soll, dass es sich gegen die Regierung auflehnen kann. Ja, ja, klar. Ist doch klar, dass sie das sagt. Und ich will nochmal darauf hinweisen, dass diese Frau, die heute unsere Bundeskanzlerin gesagt ist, bevor sie Bundeskanzlerin geworden ist, auf einer Podiumsdiskussion, beziehungsweise Quatsch, also im Bundestag, da vorne an diesem Pult stand, Live-Kameras drauf und wo die wörtlich gesagt hat, ich will die Macht über dieses Land. Wo ich
Bornschlag hat dann daneben gesessen und habe gesagt, krass. Und so, diese Aufzeichnung finde ich nirgendwo. Ich suche seitdem im Internet danach. Es hat keiner aufgezeichnet, findest du nirgendwo. Scheiße. Klar, es gibt bestimmt noch irgendwelche Leute, die es aufgezeichnet haben. Wenn es mir so wichtig wäre, würde ich das bestimmt auch wiederfinden. Aber ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Bitte schick den Anbau. Ich hab noch mal einen anderen Take. Ich habe noch mal einen anderen Take bezüglich der ganzen Geschichte. Und zwar, wenn man sich jetzt überlegt und sich die Frage stellt, werden wir genug erreichen, kann man die Kräfte bündeln, um diese Veränderung, von der wir selbst noch nicht wissen, wie diese Veränderung aussehen soll, um sie zu implementieren. Wie soll das aussehen, wer soll führen, wer soll folgen und so weiter. Und wir vielleicht von einer anderen Perspektive aus sagen können, lass sie ihre Pläne vollziehen, sie werden sie so oder so durchsetzen und uns einfach sicher sein, dass die Menschen durch die Ausführung dieser Pläne einfach aufwachen werden. Das ist ein Gesetz sozusagen, so wie wir durch unterschiedliche Sachen aufgewacht sind, weil wir angefangen haben, das System zu hinterfragen, war es bei uns auch ein Prozess. Mhm. Und es werden Sachen in naher Zukunft passieren, um damit die Kräfte, die sind, weiterhin ihre Agendas durchsetzen können, werden sie weitermachen müssen. Sie brauchen neue Feindbilder, weil die alten funktionieren offenbar nicht mehr. Also Osama Bin Laden haben sie jetzt nochmal ausgegraben, um dieses Feindbild nochmal zu implementieren, um das Feindbild in die Köpfe der Leute nochmal einzusetzen, weil es schon sehr schwach geworden ist. Die Leute haben den Glauben auch an diesen Feind verloren. Das geht dann sozusagen weg von den ganzen technischen Aspekten, wie der Staat aufgebaut ist und so weiter. Dann geht es in eine energetische Geschichte. Also es geht dann darüber, wie macht man dem Volk Angst und wie baut man sozusagen Bilder in die Köpfe der Bevölkerung ein, die sie dann glauben, um sie dann manipulieren zu können. Und wie können wir der Manipulation dieser Bilder entgegenwirken? Und das kann jeder Einzelne von uns tun, indem er anfängt, bewusst wird, dass er manipuliert wird. Sich bewusst wird über die Manipulation und dann versucht, die Wahrheit zu äußern. Je mehr das tun, je schneller wird es gehen. Und ich weiß nicht, wie das neue Feindbild genau aussehen wird, was sie aus dem Hut zaubern. Aber sie brauchen eins, was gefährlicher ist als Terroristen. Und ich sag euch, schneid euch an. Da ist da kommt was. Da wird was Großes auf uns zurollen. Und Glück auch, dass uns sehen, das verkaufen werden. Und denn so richtig Starship Troopers was. Und jetzt im Vorfeld aber die Menschen aufzuklären, dass es gute und schlechte gibt, dass sie sich nicht ganz hilflos dem hingeben sozusagen. Das wird Teil des neuen Spiels sein. Und je mehr wir damit anfangen, unsere Erfahrungen über dieses Thema auszutauschen, je mehr können wir ihnen den Wind aus den Segeln nehmen. Aber das ist so generell so eine Sache, die sehr gut ist. Das ist halt so was absolut Positives daran, wenn man seine Angst verliert. Ne? Dadurch, dass ich mich auf Augenhöhe begeben habe, bin ich nicht nur auf Augenhöhe mit meinem Hund oder meinen Leuten um mich rum oder auch der Frau Merkel mittlerweile. Ich würde ja mittlerweile auch nicht mehr meinen Arsch in die Kamera halten. Oder mit einem Obama, sondern halt auch mit allen anderen Lebensformen in diesem Universum. Das bedeutet, ich trete irgendeinem Alien nicht anders gegenüber als jedem anderen auch. Und wenn ich das tue, dann hat keiner Macht über mich, weil ich immer noch die Instanz in meinem Leben, die entscheidet, was ich tue.
und wie ich auf irgendwas reagiere. Nur, wie kann man das Gedankenimplantat abschwächen? Das ist die große Frage, weil es wird versucht einzupflanzen. Indem man sich zum Beispiel auf jeden Fall mal den Vortrag Viren des Geistes von Vera F. Birkenbiel im Internet reinzieht. Das sind schon mal Informationen, die man innerhalb von 2 Stunden da bekommen kann, die einem immens helfen. Vor allen Dingen die Basis für solche Meme halt eben